Herzlich willkommen zurück zu unserem Worldwide Nuzlocke. Ja, im letzten Part haben wir uns auf der Suche nach Voltolos gemacht, nachdem wir ja Cao Cao verloren haben. Ja, leider, Gottes. Hä? Da stand doch was von Route 9. Route 9 sonnig, Route 8 rainy. Ja, schön, ihr habt doch was gesagt, dass hier... Ah, ja, jetzt finden wir Voltolos. Oder auch nicht. Ja doch, aber wir müssen es ja jetzt hier finden. Ja, das war dann, glaube ich, weil es ist ja wie jedes andere, wie jedes andere Wander-Pokémon, dann so. Weil ich kann mich nämlich... Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt. Es ist ja wirklich, dass man es durch diese... Da finden wir es. Genau, Voltolos. Und ganz ehrlich, da ich mir die Mühe ersparen möchte, das die ganze Zeit zu suchen, und ich meine, da Reshiram jetzt nicht gerade sehr schwer zu fangen ist, ne? Mhm. Vorausgesetzt, es bleibt ein Reshiram. Ne? Werde ich den Master Ball, den uns Professor Ash gegeben hat, benutzen. Okay. Interessanter Funfact zum Meisterball. Hä? So, dass der Meisterball in der ersten Generation, ne, mit, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 151 oder 1 zu 256. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich glaube 1 zu 256, ne? Ja. Das Pokémon nicht fängt. Hm. Okay, wir haben hier ein Gott des Donners. Nee, doch Thor. Wie werde ich es nennen? Einen Gott des Donners. Boah, nenn ihn doch verdammt nochmal Thor. Einen Gott des Donners. Stimmt, Thor geht nicht. So wollten wir Ampharos ein männliches nennen. Richtig. Also einen anderen Gott, der Blitze schleudert. Zeus. Mann, warum sagst du es schon? Hä? Warte mal, schreibt man Zeus mit Doppel-S? Ne, mit einem. Nein, mit einem. Yay, das heißt, wir haben ein Level 40 Voltolos. Das wir aufgrund der Event-Pokémon-Regel... Oh mein Gott, ich werde sowas von grinden müssen. Halt voran, müssen wir nicht noch irgendwann mal wieder gegen Sharon antreten? Ja... Denke. Oh mein ja. Gott. Oh ja, müssen wir. Scheiße. Oh ja, müssen wir. Moment. Okay, sorry für den abrupten Cut. Ich habe gerade aus Versehen Freps getötet. Yay. Ich habe nachgeguckt. Ja, Sharon ist auf der Route und Sharon möchte gegen uns kämpfen und... Wir müssen Zeus trainieren. Und Kasumi sollten wir vielleicht auch trainieren. Ja, wir sollten... Ich werde mich noch... ich werde... Scheiße. Ich werde... Scheiße. Oh, fuck. Fuck. Holy fuck. Fuck. Hi, Sharon. How are you? Ich dachte, er kommt später. Fuck. Shit. Wir sind am Arsch? Sowas von. Und damit endet dieser Nuzlocke. Oh ja. Nein, nein! Ein Crit! Are you fucking kidding me? Ein scheiß fucking Crit! Das ist doch nicht wahr. Und du meinst, es ist nicht langweilig, wenn ich losgehen würde und meine Pokémon auf Level 100 level. Okay, es ist... Dann habe ich eine Chance! Ja,
Ja, ist okay. Ich hab's verstanden. Ja, genau. Vor dem habe ich Angst. Ich muss hoffen, ein Erdbeben zu überleben. Okay, es setzt erstmal die Stealth Rocks. Das heißt, ich darf einfach nicht mehr Max auswechseln. Damit kann ich leben. Einigermaßen. Aber trotzdem ein scheiß fucking Crit! Ich darf auch keine schönen Pokémon haben! Nee. Weißt du, ich überlege mir gerade, ob ich wirklich Volt White 2 den Nuzlocke machen will, den Eyeglock machen will. Ja. Ich hätte jetzt sowas von geschrien, wenn das jetzt auch ein Crit gewesen wäre. No. Und wie ich geschrien hätte. No. Ganz ehrlich, gegen Kadabra kann ich jetzt auch nicht so viel ausrichten. Das heißt, ich muss hoffen, dass Bird Jesus eine Attacke einstellt. Oh scheiße, Stealth Rocks, hätte ich ganz vergessen. Dass Bird Jesus eine Attacke einstecken kann. Komm, Bird Jesus, Bird Jesus! Ist doch nicht wahr! Ein scheiß Crit nach dem anderen! Es ist Sharon, was erwartest du? Oh. Schatz, Sharon tötet immer unsere Pokémon. Es ist ja wirklich immer eine Sache, wenn ich blöd spiele und dadurch Pokémon verliere. Aber es ist eine andere durch irgendwelche scheiß Crits! Pass auf, der crittet jetzt auch wieder! Nein. Aber jetzt kommt der Psycho-Crit. Der Psychokinese-Crit. Nein. Oh, stirb. Nein, natürlich nicht, weil ich krieg ja keinen Crit. Name, oh. Schatzi. Ganz ehrlich, was bringt es mir überhaupt, meine Pokémon zu leveln? Die werden ja sowieso wieder tot gekrittet. Gleich direkt wieder einen Crit ab. Wenn ich eben ein tolles Pokémon habe? Ne, darfst du nicht haben, Crit! Ah. Das heißt, ich darf schon wieder grinden. Erst einmal, da ich weiß, dass die Wasserdüse kommt, Max heilen. Aber der wird mich sowieso mit einer einem Wasserdüsen-Crit töten. Weil meine Pokémon ja immer an Crits sterben. Nein, wahrscheinlich kriege ich jetzt einen Freeze. Ja, zum Glück noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wahrscheinlich hätte ich lieber Donner benutzen sollen, damit es auf jeden Fall stirbt. Oh nein, es reicht sogar aus. Gut gemacht, Max. Nicht langsam angepisst. Nein, bist du nicht. Jedes Mal. Es ist noch keine Fee, ne? Ha? Nein. Es ist noch komplett nur Pflanze? Ich denke. Scheiße, in dieser Generation gibt es keine Fee. Ja, aber war es dann vielleicht vorher irgendwie Pflanzeflug? Okay, es ist okay. Wally ist nur Pflanze. Ja. Warum soll es auch Pflanzeflug sein? Es kann doch nicht fliegen. Ich weiß nicht, sieht so aus, als würde es gleich vom Wind weggeweht werden. So ähnlich wie. Papunga? Ja. Super, durch den. Und die kriegen natürlich jetzt einen Defense Drop. Oh, super. Und Pflanze widersteht Elektro, ne?
Ja, glaube, müsste, denke. Ja. Oh, Kampf widersteht es auch, so zu wissen. Und Drache macht gar keinen Schaden. Ah, wenigstens Hurricane avoided. Ist schon mal etwas. Komm, töte, töte, töte. Nicht mal ansatzweise. Oh. Ich kann doch nicht auswechseln. Ja gut, erhöhe deine Verteidigung, habe ich kein Problem mit. Habe ich kein Problem mit. Aber ich werde jetzt nicht mehr noch Nahkampf gehen, weil ich dachte, ja komm, geh Nahkampf, weil das macht ja dann noch mehr Schaden, ne? Nö. Nö. Oh, wenigstens weichen wir schon wieder den Hurricane aus. Etwas Gutes. Oh. Yay. Aber wir kriegen natürlich keinen Crit. Nicht einen Crit. Und der kriegt zwei Crits. Hey, oh, Sharon hat unsere Pokémon geheilt. Das heißt, ohne Zahn ist nicht mehr tot. Okay, nein. Obwohl Sharon unsere Pokémon geheilt hat, ist ohne Zahn. Du meinst Bianca. Nein, Sharon hat die Pokémon geheilt. Bianca hat uns Max Revives gegeben. Achso, okay. Trotzdem Sharon unsere Pokémon geheilt hat, zählen leider Bird Jesus und ohne Zahn als tot. Scheiße. Und weg ist er. Ja. Immer wegen den scheiß Crits. Arme Schatzi. Aber wir haben ihn jetzt fertig gemacht. Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Ja, aber wir haben heute einen ganz kurzen Part, weil ich jetzt danach nochmal grinden muss, weil ich gehe nicht nur mit Max weiter. Ja. Level am besten die Pokémon schon mal alle auf 100. Ja. Ich mache den 1024-fachen Erfahrungscode Cheat an und level. Okay. Ganz ehrlich, wenn ich jedes Pokémon, was wir haben, rein theoretisch, was nehmen wir da noch ins Team, ne? Weil, ich meine, Bird Jesus ist ja jetzt weg. An einem scheiß Crit. Ohne Zahn ist weg. An einem scheiß Crit. Vor allem, wir hatten so ein cooles Darkrai. Ja. Ich traue immer noch um Darkrai. Ich auch. Oder mit Molga. Ja. Oder um Zauzau. Oder um Libby. Ganz ehrlich, der einzige, um den ich nicht traue, ist Poison, den ich mutwillig geopfert habe. Tja. Dich habe ich mutwillig geopfert. Traust du sogar um Knospi? Ich traue sogar um Knospi. Julia. Und Justus. Scheiß, wo ihn genau? Und Johnny. Was mit Capoeira? Oh, Sansa. Ines Capoeira. Das Schlimmste an Sansa ist ja sogar, ne? Ja. Es war kein Crit, das war einfach nur, weil ich selber dumm war. Oh. Sansa, was so, dann gucken wir doch mal, was wir dafür reinnehmen könnten. Sansa ist wirklich so die Einzige, die hier in der Box ist, wo ich wirklich darum traure, weil ich selbst blöd war. Oh. Wie wär's mit Geradax? Auf jeden Fall kommt Marshall rein. Ich meine, okay. Wir haben gerade Bird Jesus verloren. So toll ich auch Hutsasser finde, ich sehe einfach nicht, weil wir sowieso schon Bambi dabei haben, weil dann können wir Bambi rausschmeißen. Hm. Können wir eigentlich Bambi rausschmeißen, weil ich meine, wer braucht Bambi? Ich brauche Bambi und ich kann immer noch nicht glauben, dass du es Bambi genannt hast. Nehmen wir Faizu rein. Und wir nehmen den Admiral rein. Yay, damit steht das Team. Ach, damit würde ich mich wieder richtig lange hinsetzen müssen und grinden. Ich glaube, das mache ich erst nach meiner mündlichen Prüfung. Okay. Vielleicht, wenn ich beim Lernen Langeweile habe, schon vorher. Mal gucken. Es tut uns leid, dass dieser Part zu kurz ist. Aber ich muss jetzt erstmal ein paar Wände einschlagen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich klinge hoffentlich gerade nicht genervt. Nein, überhaupt nicht. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat und ihr habt es noch nicht getan, drückt doch bitte auf Gefällt mir. Ich vergesse das auch immer. Also es ist immer ganz nett, wenn man daran erinnert wird. Wenn ihr es auch noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, dann wisst ihr immer, wenn neue Videos kommen.
wo ich mich dann hoffentlich nicht aufrege. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann!